Wir waren ja in dieser Kammer, wo wir nicht wussten, wo es weitergeht. Und ich habe das Gefühl, dass man erst die Fähigkeit erreichen muss, diese roten Kisten zu öffnen, damit es da tatsächlich weitergeht. Vielleicht ist es aber auch ein Ausgang von dem Level oder von der Mission. Sprich, wir werden erstmal den anderen Weg weitergehen, wo wir die Gegner gesehen haben. Und dann schauen wir mal, was passiert. So. Müssen wir hier nochmal raus. Das muss ich nur überlegen. Mal da runter jumpen? Nein. Aber ich glaube, hier können wir runter jumpen. Da können wir sogar laufen. Ein Zeus! Wunderschönen guten Abend, Herr Zeus. Oh, hier können wir runter. Zack. Na, alles gut. Also bei mir geht's heute wieder. Gestern war übel. Gestern war wirklich übel. Ne, zum einen. Das ist eine der Kammern aus der Zeit der Hohen Republik. Ich war ja am Dienstag da auf dem Gig, ne, wo ich erzählt habe. Oh, kann ich das nicht holen? Hallo? Ja. Oh, hier kann man wieder einen töten. Und, hoppala. Da haben wir ja viel dann rumgestanden. 16! Wie mache ich was? Ja, und dann, abends im Bett habe ich Krämpfe im Rücken gehabt. Krämpfe in die Beine, in die Füße. Also ich habe nicht schlafen können, die ganze Nacht nicht. Und dann habe ich dann gestern dann auf der Couch gelegen. Wieso kann ich hier nicht rüber, ey? Doch, das schaffe ich doch. Warte mal. Und, ah ne, halt, wir wollten doch da lang. Und da bin ich gestern, ich habe einfach nur auf der Couch gelegen. Bin viermal bin ich wieder eingenickt. Und war zwischendurch immer völlig am Arsch. Psyche hat dann auch noch eine Rolle gespielt auf einmal. Also gestern war völlig für den Arsch. Ich zocke gerade Battlefield, versuche weitere Waffen freizuschalten. Hehehe, sehr gut. Ja, ganz gut, Ziggy Jackson, ganz gut. Ganz gut. Kurze Woche. Ja, also ziemlich was los im Moment. Und, jo, einer im Urlaub, einer krank. Was will das Imperium also der, mit einem der mir gegenüber ist im Urlaub. Die ist nicht mehr lange verschlossen. Der neben mir war am Dienstag krank. Oh, neue Frisur. Jawoll. Bürstenschnitt. Einpacken. Hat das jetzt gemacht? Oh, hier. Ausgerüstet, ja. Ja, und der noch eins rechts neben mir ist ja krank schon seit einer Woche und dieser Woche auch. Also hast du Stress gefunden, Kumpel? Ist ein bisschen Stress. Aber es geht. Es geht. Oh, geht's hier gar nicht. Doch, hier geht's weiter. Aber es geht. Und wie läuft's bei dir? Was macht die Gesundheit? Ja, ich will unbedingt dich mal anrufen. Aber es ist schwer. Zeitlich und so, weißt du? Ey, lass dich aufstehen, du Kakun. Aber ich versuch's. Und wenn es nur mal auf dem Heimweg ist oder so. Guck mal, da geht's auch raus. Ja, muss Therapie machen, ja. Sehr gut. Sehr gut. Dann kriegst du es vielleicht ja wieder in den Griff. Ja, mache ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Telefonieren ist bei mir grundsätzlich so eine Sache. Das mache ich nicht gerne. Also gar nicht gerne. Eigentlich nie.
Aber trotzdem, ich melde mich mal. Ich krieg das gebacken. Niemand hat irgendwas mitbekommen. Wir wissen alle nicht, was war. Wir wissen nur Glaskasten und das war's. Sonst wissen wir nichts. Dinosaurier. Bam, Alter. Zack. In your face. Oder hätte ich da... Ah ja, guck mal. Da kann ich doch rüber jumpen. Ja, und so ein Glaskasten-Ding. Gleich dort hinten sein. Glaubst du, diese Kreatur ist meist nicht gut. Schlaf? Hab ich so das Gefühl. Oh ne, jetzt habe ich den Stein kaputt gemacht. Den hätte ich bewegen können. Verdammt. Da ist noch einer. Okay. Was machen wir damit? Ah, so einer. Der auch. Oh, Leute. Was soll das denn? Okay. Komm ich da hoch? Ja. Ah, oh, verdammt. Okay, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, ich hole erst den. Dann hole ich den. Dann hoch. Und... Ah, hat nicht gereicht. Okay, okay, okay. Kein Problem. So. Und so. Dann gehen wir da hoch. Holen den wieder. Und machen so. Verstehst du? Bam. Ach Gott, was ein Profi. Okay, okay, okay. Überblick kriegen. Alles klar. Keine Ahnung, was das ist. Und soll ich schon wieder am Waffen sammeln. Ich kann kaum atmen. Okay. Verwesungsgeruch. Ah, die sind blau. Sind auch nicht gut. Ist versteckt? Nee. Hier? Nee. Wo zum Geier bin ich? Ach du Scheiße. Okay, da kann ich nicht durch. Kann ich das hier umkippen? Nee, aber ich kann hier klettern. Oh, gehen wir erstmal da rein. Ob sie wohl mehr darüber weiß? Eine Datendisk. Okay. Da unten war ja nichts, ne? Nee. Okay. So, kurzen Überblick kriegen. Hier kann ich doch bestimmt lang klettern. Jawohl. Oh oh, oh oh, oh oh. Ach. No problem. Meinst du, die Substanz hat irgendwas mit der Anlage zu tun? Vielleicht. Soll man ein bisschen vorsichtig sein hier. Scheint nicht so gesund zu sein. Tudum. Oh, ums Eck. Okay. Ah, fuck, da hätte ich auch hochgehen können. Da war bestimmt Loot. Da war bestimmt Loot oder eine Abkürzung. Das ist also das Werk von Centauri Cree. Wenn der Rest von Sis Geschichte stimmt, müsste der Schlüssel nach Tenalor hier irgendwo sein. Vielleicht.
verdammt, da oben wäre irgendwas gewesen. Garantiert. Oder eine Sackgasse, man weiß es nicht. So, kurz die Lage checken. Alles klar. Tudum. Da ist nicht gesund. Da ist aber ein Zahnrad. Oh, das brauche ich bestimmt. Für irgendwas. Da hinten liegt auch noch irgendwas. Ohne Kiste. Okay. Und da ist zu. Das ist eine Werkbank. Jo. Mal gucken, hier ist ein Zahnrad. Die Energie der Anlage fließt zu diesem zentralen Turm. Vielleicht finden wir dort mehr heraus. Zu diesem zentralen Turm, ja, okay. Trotzdem erstmal gucken. Konzentration. Genau. Konzentration. Speichern. Wir sollten in Bewegung bleiben, Kumpel. Ja, ja, jetzt machen wir keinen Stress hier. Ah, da komme ich nicht durch. Da war die wohl. Mal kurz hier gucken. Da komme ich auf jeden Fall rüber. Schaffe ich das? Guck mal hier, da kann ich doch klettern. Oder? Komme ich aber nicht hoch. Nee. Okay, ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Auf diese Weise. Genau, dann können wir nämlich von hier darüber. Oh Gott. Oder auch nicht. Okay, okay. Dann gehen wir mal. Ah, nee, das geht auch nicht. Okay. Aber ich muss doch da hinkommen, genau. So, Kiste. Ein Jägerhemd. Aber cool, das hat er schon mal wenigstens meine Frisur. Gehen wir wieder zurück und gucken uns mal den Turm an, würde ich sagen, ne? Da-dum. Kein Strom. Der Ort scheint verlassen worden zu sein. Vergessen. Ja, ich schätze, sie hat es nicht vergessen. Auch nach all den Jahren hat sie nie ihre Mission aufgegeben. Enttäuschen wir sie nicht. Okay. Oh ne. Tadam. So. Oh, was kitzelt mich da am Ohr? So eine Spinne oder so? Nö. Als wenn da eine kleine Spinne wäre und die krabbelt so an meinem Ohr rum. Oh. Oh, was ist denn für ein Schatten? Ne, das ist gar kein Schatten, das ist ein Vieh. So, erstmal unten. Okay. Oh. Großer Geier. Diese Kreatur steckt wohl fest. Ich kann sie nicht losschneiden. Fürs Erste müssen wir unten durch. Ja, oder wir töten die Kreatur und fressen sie auf. Stell dir die Rühreier vor von dem Vieh. Also, ihr wisst, welche Eier ich meine. Ja, aktivieren. Ah ja, Abkürzung.
Okay, kurz die Lage checken. Alles klar. Nicht? Okay, gehen wir da runter. Machen wir hier auf. Versperrt. Nee, natürlich. Jumpen wir mal darüber. Oh, guck mal. Da links am Bildschirm, dieses Teil, ne? Dieses da, das da. Das könnte auch von Lego sein. Oder anderen Klemmbausteinehersteller. Je nachdem. Ey, Alter. Ich will dir doch nur helfen. Suchen wir uns einen anderen Weg. Wir helfen dir später. Scan. Ach, diese Federn. Boah, es ist alles Vogelkacke hier. Nein. Okay. Tudum. Oh, sind das die Küken von dem Vieh? Ja, ist da ausgegangen. Machen wir nun mal auf. Kurz die Lage überblicken. Okay. Alles klar, Herr Kommissar. Irgendetwas hier hat einen mächtigen Appetit. Gucken wir erstmal da oben. Kann man nämlich krabbeln. Oh. Oh. Oha. Profi. Ein Schnorres. Nee, den wollen wir nicht. So ein Goatee wäre nicht schlecht hier. Ziegenbärtchen. Oho. Ich kann nicht allen weglaufen. Ey, 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 Digga. Weg. Zack. Lieber Arm dran als Arm ab. Noch Fragen? Was? So eine Technologie habe ich noch nie gesehen. Und ich habe auf Brucker viele Maschinen zerlegt. Ja, Angeber. Okay. Oh, da ist auch noch was. Oder? Oh. Ich dachte für einen Moment, ich fall vorbei. Hier ist da nichts. Ich hab gedacht, da wäre irgendwas Verstecktes. Na gut, dann eben nicht. Gehen wir da mal hoch. Und rüber. Und drauf. Cooler Levelaufbau, gefällt mir. Ich mag so Kletterdinger. So à la Lara Croft früher. Ich mag das. Und. Und Schalter. Malta, Schalter. Okay. Hier hüpf. Ah. Hoppala. Tudum. Wir haben diese Technologie schon mal gesehen, nur nicht in dieser Größe. Es kommt nicht auf die Größe drauf an. Was ist das? Okay. Kann ich damit was machen? Okay.
Also ich muss auf jeden Fall irgendwas damit machen. Ich hänge nämlich sonst hier fest. Guck mal. Das sind doch Zahnräder. Da kann ich doch bestimmt das ganze Ding hier drehen, oder? Also das ganze Teil. Das sind auch Zahnräder. Was ist das hier? Ja. Nee, da ist nix. Hier? Nein. Ah! Aha! Jawohl! Eat this! Genau wie sie es kann. So, und? Sterben. Nö. Cool. Können wir mal eben speichern. Und weiter. Okay, kann weitergehen. Wieder so ein Viech. Da, Fähigkeitspunkte erhalten. Und? Wir holen uns erstmal den Fähigkeitenpunkt. Bevor wir da weitermachen. Ich glaube, wir gehen jetzt mal wieder auf Macht. Macht. Macht nichts. Also wenn ihr komische Geräusche hört, hier ist Unwetter mit Gewitter und Hagel. Geht ab. Geht ab hier. So, da brauchen wir schon mal zwei. Da auch. Was haben wir hier? Eins. Größere Verwirrung. Halte RB und drücke B, nachdem du ein Ziel verwirrt hast, um einen weiteren Gegner zu verwirren. Ja. Verbesserte Steam-Formel. Cal regeneriert zusätzliches Leben, wenn er einen Steam-Behälter von BD1 benutzt. Nehmen wir mal. Aktuell ist es zwar noch nicht notwendig, das Leben aufzuleveln, aber man weiß ja nie. So. Dann schauen wir mal, was wir hier anstellen können. Auf jeden Fall kommen wir hier hoch. Vielleicht dann da hoch. Ah, guck mal hier. Gehüpft. Beautiful. Okay. Wir könnten jetzt darüber. Oder darüber. Na, ich glaube, wir gehen darüber. So. Schnipp. Jetzt haben wir hier ein Seil. Okay. Da kommen wir niemals lebend durch. Ach, was? Stell dir nicht so an. Dazu gibt es da oben noch was? Nein. Okay. Boom. Chicken Nuggets. Ja, hier geht's wieder hoch. So. Wahnsinn. Kannst du nicht auf einen alten Mann schießen? Ja, das sieht schon übel aus hier, ne? Was kann man denn hier noch anstellen? Halt. Naja. Oh. Ein Geheimnis. Würde ich mal schätzen. Liegt eine Kiste.
Und, oh, hier. Grafik. Schnell weg. Ja, Grafik. Physik. Swooper. Achso, ich höre das Ding da oben. Mal kurz hier nochmal die Lage checken. Ne, alles im grünen Bereich. Oh, oh. Guck mal, da geht's noch weiter. Müssen wir nochmal gucken. Ach Gott. Als hätte ich Leichtathletik gemacht. Ah, hier. Steampack. Oder? Stärkung. 9 Bonus erhalten. Ja, cool. Ah, ja. Passt ja gut. Da vorne sind wir reingegangen. So, was gibt's hier noch? Was ist das verzwickt? Alter, was Geräusche. Was ist mit den Dingern hier? Kann man da dran springen, um drüber zu kommen? Testen wir. Nee, kann man nicht. So ein Lasso habe ich nicht, ne? Oder? Nee. Das ist das Ding. Ding. Das ist Ding. Und das ist Ding. Nö. Okay. Dann kommt das vielleicht später erst. Wenn wir weiter aufgelevelt sind. Die Tiere rund um die Anlage. Was, eine riesige Open World, ne? Alter. Voll am Staub in der Luft. Und imperiale Patrouillen machen es auch nicht besser. Gallenschlundbau. Was waren das für Viecher, Gallenschlund? Waren das die Yetis? Praktisch sein. Ich sag mir Yetis, aber ich meine eigentlich die Sasquatch. Ja, das, ja. Okay. Können wir ja mal kurz hier, ne? Boni, da haben wir doch noch einen ausgewählt. Alles klar, Zeus, hau rein. Nicht genügend Slots, Alter. Ich sehe da viele Slots. 1 von 3 benutzt. Warum? Ist nur einer freigeschaltet oder was? Na, da bleibe ich bei Widerstandskraft. Hä? 1 von 3 Slots benutzt. Ach so. Ah, für den brauchen wir 3. Lebensregeneration. Leben regeneriert sich bis zu einem Mindestwert. Jo. Blockanzeige wird erhöht. Ah, komm hier dann. Machen wir doch lieber diesen hier, ne?